Moin Leute, herzlich willkommen. Oh Gott, ist das laut, das ist ja unglaublich. Ganz leise, ganz ruhig. So. Schon viel besser. Also Leute, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Breakforce. Ah, ich bin unangespielt. Ja, es ist doch schon losgegangen, Blue Ellen. Hallo? Denkst du, es geht jetzt nicht los? Was ist da los? Wo bist du? Nein! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich kann ja nicht gleich hier in der KD spielen. Das wäre ja unglaublich. So. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Mir gefällt das nicht. Wir spielen auf der Map Transport von meinem Kumpel Momo 7777, der leider schon... Oh, was war das? Der leider schon eine Weile inaktiv ist, aber ich kann es auch verstehen. Das Spiel hat viele Kritikpunkte. Die Map ist wohl ein Nachbau irgendeiner Call of Duty Map, wenn ich mich nicht irre, aber ich weiß es nicht ganz genau. So, hallo. Und, boah, diese neue 7-Sterne-Shotgun, die ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, Leute, wollt ihr die sehen? Ich kann dann zeigen. So. Nein. Die tiefen Schaden, die Waffe, das ist ja unglaublich. So, weg mit dir. Ein wenig entsorgt. Mir gefällt die Map sehr gut. Sie ist schön klein. Man findet die Gegner. Sie sollte auch bei den meisten nicht... Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. 1, 3 AC hast du Rapid Fire drin. Das wage ich sehr zu bezweifeln, dass das jemand im Let's Play macht. Jetzt erstmal hier ein bisschen warten, bis die Heiltränke wiederkommen. Ich wollte euch fragen, Leute, ob ihr Bock hättet, ein paar Turn-2s einfach zu sehen, weil im Moment spiele ich relativ viele Turn-2s, während ich weniger andere Sachen mache. Und deswegen wäre ein Turn-2 definitiv was ich viel einfacher produzieren könnte als ein normales Let's Play. Weil hier so public zu spielen nicht immer ganz einfach ist und nicht immer Leute kommen. Aber es geht ja, der Raum geht gerade. Hier, Horn und Power. Noch ein bisschen draufschlagen. Ich liebe es, Leichen hier zu schänden in Breakforce. Nein! Ach du Heilige. Was ist das bloß für eine Waffe? Das ist mit Abstand wahrscheinlich die beste schwere Waffe, würde ich sagen. Weil schwere Waffen tendenziell ja nicht so gut sind. Aber hier sehe ich schon, dass die schweren Waffen eine gute Tendenz haben. Also wenn ich diese Waffe jetzt sehe... Und das eine schwere Waffe sein soll, könnte ich mir ja doch überlegen, mal. Wow. Das ist. Ne, also ich weiß echt nicht, aber das ist, heilige Scheiße. Nein, ich darf. Oh, ich dachte jetzt, ich sterbe, Leute. Da kriegt man ja richtig Angst auf dieser Map. Nein, oh mein Gott, was war denn das? Nein. Egal, Leute. Zumindest sind die Gegner fair, auch wenn diese 7-Sterne-Waffe mir etwas OP erscheint, aber was soll's. Hallo, Killer. Wie auch immer du bist. Dein Name sagt mir was. Das finde ich gut. Dass mir der Name eines Spielers mal ausnahmsweise was sagen. Nein. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich habe auch wieder Premium. Das freut mich sehr. Da nochmal großen Dank an Mr. Skillpro, der mir das freundlicherweise geschenkt hat. Und bevor ihr jetzt alle nervt, nein, er wird euch kein Premi schenken. Also, davon ist nicht auszugehen. Und, was tust du denn da? Nein. Ich habe mir die Delta jetzt mal angeschaut, weil ich habe die schon sehr lange einfach max ab in meinem Inventar und habe die nie benutzt. Und ihr seht, die Waffe ist eine Force-Punkte-Pistole im Moment. Die haut so einen Damage rein. Was? Naja.
Immerhin bin ich nicht am Negativ gehen. Das wäre nämlich jetzt wirklich peinlich. Aber. Ich sehe hier. Hier. Sehr schön. Ich habe mir eigentlich heute kein Thema mit eingepackt. Außer, dass ich mich schon persönlich sehr auf die 300 Abonnenten freue. Und dass GP im Moment nicht sehr aktiv bei Breakforce ist, wodurch ich eigentlich jetzt Breakforce größtenteils übernommen habe, was aber nicht bedeutet, dass nie wieder was von GP bei Breakforce kommen wird, sondern dass er im Moment einfach keine große Lust auf das Spiel hat und dass ich deswegen den größten Teil von Breakforce jetzt erstmal übernehmen werde. Ich hoffe, ihr seid mir und ihm nicht sauer, aber diese Entscheidung mussten wir fällen. Hier. So. Jetzt schnell zurückgehen und warten, bis meine Heiltränke wieder da sind. Aber ich hätte vielleicht 80 Kills. Was? Was? Wow, 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 die Wand kann schießen. Das gefällt mir. Von wo? Ich verstehe es nicht. Mir soll es recht sein. Solange ich nicht von einer schießenden Wand sterbe, ist mir alles. Heilige. Die Wand kann schießen. Oh, da ist einer. Ein Monster. Hallo. Wer bist du? Hallo Hiti 2002. Jo, jo, jo. Bitte, Wand, töte mich jetzt nicht. Ich will wissen, was hier ist. Hier ist ja gar nichts. Hier ist nicht mal jemand. Oh, der Brownie ist jetzt leider rausgegangen. Traurige Sache, aber was soll man machen? So, hallo, bist du mich? Jetzt bin ich draußen. Und jetzt beendet sich die Runde bestimmt auch. Von. Ach, der ist da oben. Ich dachte die ganze Zeit, die Wand tötet mich. In Wirklichkeit steht der. Nice. Wie ist der da hochgekommen? Naja, egal. Hast du sehr gut gemacht. 1-3-A. Wie auch immer. Wie dem auch sei. Bitte schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas hiervon sehen wollt. Ich habe Tokens, ich könnte mir die Waffen zulegen. Sagt es einfach und haut rein. Ciao Leute, macht's gut.